Hallo und herzlich willkommen zurück zu Returnal in der Unterwasser-Aquawelt beim Blubbern. Wir kämpfen uns hier fort. Aber ganz vorsichtig, wir haben echt Panik hier gerade. Sammle Harz. Ich brauche noch ein Harz. Da ist eine Kiste, eine Truhe. Bis jetzt sind wir hier noch relativ, ich sage jetzt mal, unbehelligt, ne? Alles ist hier schädlich, Leute. Alles. Alles ist hier schädlich. Hier ist fast nichts. Oh oh. Da ist ein Böser. Das ist so krass hier, ne? Man sieht die gar nicht richtig. Die lauern da so in der dunklen Ecke da hinten, ne? Und du siehst die gar nicht richtig. Ich meine, mir wäre lieber, er lässt Gesundheit fallen, anstatt irgendwie so eine blöde Waffe. Das ist irgendwo ein blaues Tor, ne? Wir sind wo, wo wir gar nicht sein könnten. Was? Ah, jetzt hat er's. Okay, das ist das. Hängt da ein Typ drin? Das ist das blaue Tor. Da unten ist so eine Beam. Oh, es ist ungewohnt. Der springt zu hoch. Okay, dann müssen wir schon weiter. Ist so dunkel und man sieht nicht richtig was, sondern hängt wieder irgendwo so ein. So ein Typ irgendwo in der Ecke. Und keine Gesundheit. Oh je. Okay, jetzt geht das Plattformhupfen wieder los. So, mal gucken. Das heißt, jetzt geht es da rüber, oder? Da hast du echt Angst. Hört sich nicht gut an.
Es muss einen Weg geben, wiederzufinden. Der Astronaut, der immer im Nebel wartet. Vielleicht habe ich beim nächsten Mal die Kraft. Wird zur Belastung. Helios liegt zerschmettert da nieder und ich muss Ruhm, Ruhm, Ruhm. What the fuck ist das? Das erinnert mich so ein bisschen an... an den einen Endgegner, ne? Oh, das war knapp. Bringt nichts, wir müssen die nehmen. Keine Ahnung, was für ein Riesenviech das ist. Ich sehe ihn nicht auf der Karte. Und ich habe ihn, da hinten ist er. Okay, wir bringen ihnen Schaden bei, gerade. Da ist so eine Kugel. Der schaden wir aber gerade gar nichts. Außer, dass die auf uns schießt. Und der andere gurkt hinten auch noch rum, da. Da ist noch einer! Oh, Scheiße! Oh, fick dich, ey! Sorry! Jetzt sind wir tot. Scheiße! Hey, hörst du mir auf, ey? ...75% 20 Gegner eliminieren, 75% Waffenschaden minus im Stand. Ey, geht's noch? Was soll das denn? Warum denn? Weil ich jetzt hier wiedergekommen bin? 25 Gegner erledigen? Wie soll ich denn bitte schon 20 Gegner erledigen? Da kommen ja gar keine. Und die kommen, sind alles Mega-Gegner. Ich fühle mich leicht verarscht. Das können wir vergessen, Leute. Gegner, geht's noch? Soll ich denn bitte schon 20 Gegner erledigen? Hier. Wenn hier mal ein Gegner kommt, dann ist es kein Gegner, dann ist es ein Riesenteil. Warum sind wir da nicht ausgewichen, ey? Sagt er, warum wir nicht ausgewichen sind, weil so wenig Platz war.
geht's noch? Eliminiere 20 Gegner. Ich finde es so witzig. Ey, keine Chance, Leute. Ich sehe den Typen ja nicht mal. Bringt das was? Schaut nicht so aus, oder? Irgendwie bringt das gar nichts. Lauf, lauf, lauf. Okay, der ist platt. Boah, diese roten Teile, da hätte man vorher weglaufen müssen, hä? Das ärgert mich. Das wäre jetzt schon geklappt. War das jetzt der Gegner oder war es ein anderer, ein zweiter? Ich habe keine Ahnung. Er zeigt ja auch nichts an auf der Karte, ne? Das Ding da oben, ne? Ey, ich gehe quasi hier im Niemandsland gerade spazieren. Boah, wie fies ist das denn? Mami. Heimlich versteckt in der um die Ecke versteckt. 3 von 20, na immerhin. Und wenn jeder Gegner so klein ist wie die, ist es ja lächerlich. Da ist ein Schlüssel. Lass mal erst mal hören, was der zu sagen was hat hier. Ich habe den pechschwarzen Schädel hinter dem Visier des Astronauten gesehen. Ich erkenne mich selbst in den Schatten, als wolle ich da raus. Wenn er der Welt wechselnde Gesichter zeigen kann, kenne ich ihn vielleicht. Welcher Name stand am Kopf? War er der Erste, der sagte, siehst du den weißen Schatten? Wir sind das Astronaut, oder? Abbeschlüssel, öffne den... das... Abyssal
Gewölbe. Finde heraus, was das Abyssalschlüssel öffnet. Nö, keine Lust. Oh Gott. Hä? Sollen wir wieder hier zurück? Langsam, 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 langsam. Was? Okay. Okay. Wir müssen bis dahinter latschen. Aje. Aje, aje, aje. Okay. Alles klar. Dann müssen wir zurücklaufen. Und am besten nicht dabei sterben. Boah, die Orientierung ist hier echt mies. Also ich tue mir da echt schwer. Und zweites Mal können wir das ja nicht machen, ne? Uns replizieren. Wie kommen wir denn da rüber, bitteschön? Okay, wir müssen also da rauf. Sicherlich nicht. Noch ein Turmband? Okay, wir sind am Tor. Krasses Tor. Schießen die auf mich, da oben die roten Teile? Gott, will ich da rein? Nein. Muss ich da rein? Ja. Komm ich da wieder raus? Ja. Weiß man's? Ah, Endgegner. Da ist die Waffe. Komm herunter. Was für ein krasses Teil hier. Es
Ist der Endgegner. Waffenzerleger bringt uns ja gar nichts, ne? Gott sei Dank ist der klein. Oh, Scheiße. Haben schwarze Schuld. Wächter des Hades. Kommt der weiße Schatten von dir? Mami! Oh, geht's noch? Wo ist er denn überhaupt da? Was muss ich denn schießen? Fuck you! Ah, Scheiße. Die dürfen dich nicht berühren. Wo fangen wir jetzt an? Bin ich mal gespannt. Aber ich sehe schon, es schaut nicht gut aus. Das schaut nicht gut aus, Leute. Wir fangen hier wieder an. Echt jetzt? Wir müssen wieder hier komplett durch. Wir müssen hier wieder echt komplett durch, Leute. Ihr werdet wahnsinnig. Nicht euer Ernst. Ich glaube, für den Endgegner, für den
für den wirklich einen ganzen kompletten Endgegner. Ja. Ist es vielleicht, glaube ich, echt besser, die Waffe zu haben. Anstatt. Anstatt die andere Waffe, die wir jetzt gerade haben, die ist dahin vielleicht ganz gut. Aber ich glaube mal, für den Endgegner ist dann die am besten. Und hier gibt es ja irgendwo so ein. Ach, mach auf. So ein Tor. So ein. Hier ist ein blaues. Das uns zu einer. Zum Wasser bringt, ne? Was uns bisher immer nie was gebracht hat. Und ich vermute mal, so, schauen wir mal, ob es das ist, was ich meine. Ja, genau. Ne, dieses Tor hier mit dem Wasser. Ach so. Ich dachte, da fallen wir jetzt durch und sind dann da, wo wir hinwollen. Nö, wir können da nur rein schwupsen. Ich dachte, das ist das, wo wir hinwollen. Okay, dann vermute ich was anderes. Ich glaube, ich weiß auch genau, wo wir jetzt hin müssen. Wir probieren es jetzt einfach nur mal kurz aus. Leute, da, guck mal, das Licht ist an im Haus. Lass uns noch reingehen. Okay, lass uns das Haus noch betreten. Jemand. Das ist aufgebrochen worden. Können wir da rein? Nee. Können wir hoch? Nee, auch nicht. Warte, lass uns doch mal kurz dahinter schauen. Die Pflanze ist sehr vertrocknet. Können wir auch nicht rein? Oh Gott, in den Tagen der alten Götter und der Götter, Göttinnen und Halbgötter. Und es war durch und durch eine gute Nacht, ja, sie war schön, als sie also beschlossen, ein paar Auserwählte in Picknick mit Ambrosia zu veranstalten. Und ehe alle für immer ausstarben, bemerkten sie es endlich. Sie hatten eine Grenze, aber es war ein schöner Moment. Und keiner wurde
würde etwas dagegen tun können und die Entauren unterbreiteten einen interessanten Vorschlag. Ichror, in der guten Nacht glimmende Gletscher eisblau entlang der Wände des Olymps, die Trompeten erklangen. Kommt her, das Fest hat begonnen. Und danach später in den Tagen der Götter und Göttinnen und Halbgötter. Und es war durch und durch eine gute Nacht. Ja, sie war schön, als sie also beschlossen, ein paar Auserwählte in Picknick mit Ambrosia zu veranstalten. Und ehe alle für immer ausstarben, bemerkten sie es endlich. Sie hatten eine Grenze. Sie hatten eine Grenze, aber es war ein schöner Moment und keiner würde etwas dagegen tun können. Und die Zentrauren überbreiteten einen interessanten Vorschlag. Tja, immer das Gleiche. Es wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Kann man irgendwo her, ne? Das Bild ist jetzt umgekippt, man kann es nicht sehen. Kann ich nicht rein. Ich denke mal hier auch nicht. Dann gehen wir mal ins Wohnzimmer. Da ist eine Decke. Zigaretten. Was ist das? Die Fernbedienung. Stifte. Ein Würfel, das Klavier. Ich lass dich nicht nochmal gehen. Den anderen nicht aufgekriegt. Okay.
Okay, die Konsole ist an. Und da ist wieder das kleine Manschkal, das Grüne von dem Spiel, von den Entwicklern. Diese Spuren auf dem Boden hier sind so komisch. Octo, wir müssen weg. Wo bist du? Die Tür auf. Auch hier ist die Tür kaputt. Octo? Octo? Hier steht ein Mikrofon, also ein Walkie-Talkie. Gehen gleich rein. Ich hoffe, ich mache wieder nicht einen Fehler hier. Octo weiß, er darf nicht herkommen. Niemals. Da ist er, der Octo. Ich sehe ihn. Octo! Die Dunkelheit kriegt dich noch. Monster wacht auf. Wir müssen uns verstecken. Hilf mir, den U-Boot-Eingang zu finden. Geht nicht. Captain Tauchtiefs Befehl. Wir müssen hier weg, Octo. Ich muss jetzt weg, Octo. Würdest du hier bleiben und ihr helfen? Ich habe keine Angst. Helios, zerstör. Das heißt, ich bin schuld an allem. Natürlich. Jetzt verstehe ich.
Deshalb bin ich hier. Kinderuhr lässt sich nicht gehen. Okay, boah, krass. Wir haben uns gerade selber abstürzen sehen. Was sind wir denn jetzt hier? Ah, wir sind am Haus. Nur hier oben. Ach, wie krass. Warte mal, Helios, wo ist er denn abgestürzt? Da hinten. Da hinten sind wir gerade selber abgestürzt. Okay. Das schaut anders aus. So hell. So, darf ich jetzt rauf? Okay, jetzt müssten wir rein theoretisch nach links gehen, ne? Schon, wir hatten noch einen. Na gut. Okay, und jetzt müssen wir... Ach, guck mal. Warum nicht? Wenn wir schon mal da sind. Da ist noch einer. So, wenn wir jetzt nach rechts gehen. Links, nicht nach rechts. Nach links ich gehen. Ich weiß noch, was die fremde Frau sagte, die meine Stimme hat. In tiefste Tiefen. Jetzt glaube ich ihr. Das endlose Lied blutet in dem Weltraum. Der unvermeidliche Aufstieg aus dem Abgrund, aus dem Selbst und vom Planeten, wo ich Hyperion fand, der gefesselt an einer Orgel auf einem Turm wartete. Ich sprach ihn danach nie mehr an und habe auch seine Musik nie wieder gehört. Die Ertrinkende Sphinx ein Rätsel, das mich meine Seele kostete.
Wie heilt man eine Wunde in einem unheilbaren Körper? So. Das heißt, wir blubbern hier rein, das meinte ich eben. Und dann sind wir sofort wieder hier. Aber dann geht der ganze Schradalidatz nämlich hier wieder los, dass wir hier erst wieder den ganzen Zirkus durchlaufen müssen. Genau. Ne? Und wir werden es mal dieses Mal mit dieser Waffe versuchen. Das heißt, nicht mit der anderen. Aber ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge ist uns so schon wieder zu lange. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal schauen, was ich jetzt mache. Ob ich es jetzt einfach mal versuche mit diesem Run. Oder ja, das war jetzt hier eigentlich nur mal so gedacht, um zu schauen, ob wir hier hinkommen. Hui! Hey, da tausend mal rein. Nehmen wir mit. Ob es das ist, was ich dachte, dass es ist. Und das ist es, was ich dachte, dass es ist. Ah, ein Replikatore. Das lasse ich jetzt aber mal, weil ich nicht weiß, wie weit wir hier kommen. So, dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich werde mal schauen. Ich denke mal, das wird jetzt hier nämlich ziemlich heftig auch werden, weil wir kennen das Ganze hier ja noch nicht. Wir kennen das Ganze ja hier noch nicht, wie das Ganze hier abläuft. Und also abläuft im Sinne von, was gibt es alles für, wo ist der grüne? Ich sehe überhaupt keinen Gegner. Ah, da ist einer. Okay, ich sollte doch eigentlich Schluss machen. Da ist ein Gegner. Kommen da auch nicht durch, oder die Rotner? Zurück durch Kinderuhr. Ach, guck mal, die Kinderuhr ist wie der Astronaut. Das wusste ich nicht. Boah, wie fies! Und jetzt springen wir noch in die Tiefe. Ach, wie geil ist das denn? Ah, okay, jetzt machen wir wirklich Schluss. Denn jetzt sind wir sowieso wieder zurück. Okay, das wird nochmal eine harte Nummer werden, denke ich mir. Puh, na gut, wenn wir das geschafft haben, dann sind wir, glaube ich, durch das Spiel. Aber das kann noch dauern.
Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, eine lange Folge. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann, wenn wir vorm Endgegner stehen oder wenn es irgendwas Interessantes gibt. Bis dahin, tschüss.